Tour zu Ende gegangen und Stefan Kraft ist atemberaubend schon wieder geflogen. Wir können uns das auch anschauen auf 249 Meter. Aber, und jetzt schauen wir dann auf die Landung, da ist was passiert, Martin. Da ist uns der Atem im Hals stecken geblieben. Ja, ist ein Wahnsinn. Also er hat den Sprung schon früher aufgemacht, er war noch weiter gegangen, hat ihn dann zum Schluss runtertreten müssen, dass er wirklich landen kann, dass er wieder am Boden kommt. War wahnsinnig weit und der Landedruck natürlich extrem hoch. Da hat es keine Chance mehr, dass du den Sprung stehst. Der ist direkt durchgesackt und das Blöde war, es hat ihn ein bisschen am Hintern gehauen, glaube ich. Und was man gesehen hat, mit dem Hinterkopf voll in Schnee. Also das gilt es zu beobachten. Da hat er sicher ein bisschen Schmerzen, aber ich denke, der Mario weiß da ein bisschen mehr, wie es ihm geht dann. Ja, die Frage.